Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten ein neues Spiel und zwar spielen wir Turnip Boy Comet's Tax Evasion. Das ist ein Indie-Spiel und vom Spieleentwickler Snoozy Kazu. So genau weiß ich auch noch nicht, was wir in dem Spiel machen sollen. Ich weiß nur, dass wir hier eine kleine Rübe spielen, wie wir auch sehen können. Und die, ja, Steuerschulden beim Bürgermeister hat und die wir nach und nach irgendwie jetzt begleichen müssen. Wie das funktionieren soll, das weiß ich nicht. Das werden wir uns jetzt anschauen. Ich würde sagen, wir starten ein neues Let's Play. Lehnt euch entspannt zurück und ja, genießt das Spiel. Taxbill. Okay. Das wird wahrscheinlich hier so eine, so eine Steueranforderung sein oder irgendwie sowas. Die lesen wir erstmal. Steuerbescheid. Du schuldest uns eine Menge Grundsteuer für dein Gewächshaus. Du hast bis gestern Zeit, sie zu bezahlen. Bei Nichtzahlung erhält Bürgermeister Zwiebel die Besitzurkunde für dein Haus. Na toll. Schulden insgesamt $143.753 plus etwa 50% Zinsen. Was? Mit freundlichen Grüßen, die Regierung. Ja, sieht nicht gut aus für uns. Wir zerreißen das mal. Und tschüss. So, Bürgermeister Zwiebel. Hey, kleine Rübe. Du hast dich wirklich in Schwierigkeiten gebracht. Hä? Wie das denn? Was meinst du? Mit wieso? Du hast Steuerhinterziehung begangen. Hä? Wir doch nicht. Ja, Steuerhinterziehung gibt es wirklich. Jedenfalls schuldest du mir eine Menge Geld. Und da du offensichtlich keins hast, bist du ab jetzt mein persönlicher Assistent. Gehe zuerst durch die Ablegerallee zur scharrenden Scheune. Ich wollte dort ein Rathaus einrichten, aber es gibt noch einen Haufen Tiere, um die sich jemand kümmern muss. Ja. Bring mir einen Sack Dünger als Beweis oder du kannst dir die Radieschen von unten ansehen. Oh, er droht uns auch noch. Gemüsegarten, okay. Haha, was für eine witzige Grafik. Cool, so ein Pixel-Style. Gefällt mir ganz cool, okay. Das ist hier der Bürgermeister und wir das Haus vom alter Mann Zitrone. Die Heimat einer äußerst praktischen Gießkanne. Ja, wir gehen mal ein bisschen hier rum. Hier ist auch schon die Gießkanne. Nutze sie, um Pflanzen großzuziehen. Gehörte mal alter Mann Zitrone. Okay, jetzt haben wir... Ah, wir können hier so ein bisschen nach vorne jumpen. Und hier können wir die Gießkanne benutzen und alles nass machen, worauf wir Bock haben, oder was? So, wir quatschen mal den hier an. Ah! Wow, das habe ich gefunden. Blume. Ein Zeichen der Zuneigung von der Floristin an die Erdbeere. Haben wir auch irgendwie so ein Inventar? Mal gucken. Gießkanne. Genau, hier haben wir ein Inventar. Nutze sie, um Pflanzen groß zu sehen. Genau. Ausrüstbar, das haben wir jetzt. Haben wir noch ein anderes Inventar? Nee. Hier können wir mit gießen. Hier können wir so nach vorne jumpen. Sieht eher aus wie... Jetzt wird sie stolpern. Das ist ja witzig. Okay. Sprechen wir den mal an hier. Alter Mann Zitrone. Hallo Junge. Hast du meine Gießkanne gesehen? Nee. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Diese Gießkanne bedeutet mir so viel. Ich hoffe wirklich, dass niemand sie gestohlen hat. Sie ist das Einzige, was mir von der alten Dame geblieben ist. Oje. Jetzt haben wir deine Gießkanne geklaut. Na gut, er kann ja eh nicht mehr so gucken, oder? Ist das jetzt schlimm? Wir behalten die einfach mal. Ach, hier oben geht's auch noch lang? Ah ja, pass auf die Schnecke auf. Sie sind Vegetarier. Okay, dann gehen wir mal, schleichen wir uns mal hier so vorbei. Und quatschen den nächsten mal an hier. Blaubeere! Alter, du wirst es nicht glauben. Jerry wohnt schon seit einer Woche bei mir und hat nicht einen Cent Miete bezahlt. Wir verstehen uns gut, weißt du? Aber ich spreche nicht viel schneckisch. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll, Alter. Junge, Alter. Hier, Schnecke, was machst du hier? Zahlst keine Miete oder was? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Erdschwertbeet voraus. Bring eine Gießkanne. Ah, hier sind wir ja schon richtig. Aber wir können die irgendwie hier nicht
Gießen? Mal gucken, wir quatschen mal ihn hier an. Die Moorrübe. Oh, verflixt. Ich habe das Baby verloren. Ich sollte doch auf eine kleine Karotte aufpassen. Ich habe mit diesem Hocker über ihr gesessen, aber sie ist mir entwischt. Vielleicht sollte der Hocker über mir sitzen. Wie auch immer, kannst du deine Augäpfel offen halten? Ja, ich könnte schwören, das sagt man so. Also wir müssen Ausschau nach einer kleinen Moorrübe halten, okay. Dann gucken wir mal hier. Vielleicht versteckt die sich hier irgendwo. Was steht hier drauf? Oh, wir werden auch noch gesucht. Guck mal, das zerreißen wir mal hier. Zack. Oh, sieht aus, als könnte man hier so reingehen, aber nein. Die Luke können wir leider nicht betreten. Hier kommen wir auch nicht vorbei. Ach, verdammt, müssen wir andere Seite lang. Okay, an sich ganz cool. Ich weiß nur noch nicht genau, was ich hier machen soll. Hallo, kleine Rübe. Ich bin auf dem Ackerland herumgereist und habe die Forste in der Umgebung erkundet. Und dabei habe ich etwas Cooles entdeckt. Da vorne ist ein seltener Planticus schwerticus. Wenn du einen Moment Zeit hast, schau ihn dir mal an. Was das wohl sein wird? Wir gehen mal hier weiter. Hui. Wer bist du denn? Graffiti-Künstler. Was geht, Kumpel? Hast du Sprühfarbe? Nee, haben wir nicht. Mir juckt es danach, öffentliches Eigentum zu zerstören. Checkst du? Hui. Ach, hier sieht man schon. Hier hat er so ein bisschen... Ja, ein Clown, ne? Stephen King S. oder wer soll das sein hier? So. Hier kommen wir noch nicht weiter. Hier auch nicht. Hier ist der Weg uns versperrt. Vielleicht kommen wir da später weiter. Das heißt, wir gehen erstmal wieder zurück. Viel mehr können wir hier eh nicht machen. Oder ist hier vielleicht irgendwo was versteckt? Habe ich jetzt noch gar nicht abgesucht. Könnte natürlich sein, dass in den Bäumen oder hinter den Bäumen irgendwas versteckt liegt. Weil so ein bisschen kann man ja so reingehen. Oh ne, anscheinend ja nicht. Ah, hier unten steht auch Stolpern. Jetzt sehe ich das gerade. Okay, ist doch ein Stolpern, was er macht. Dann gehen wir mal hier oben lang. Ui, hier ist dunkel. Durstiges Blumenbeet. Kann jemand diese Knaben bitte gießen? Ja, das ist unsere Aufgabe. Okay, nur den einen. Mal gucken, was das ist. Ein Erdschwert. Wir haben das Erdschwert. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Nimm das. Okay. Tauschen. Ach ja, jetzt sehe ich das. Okay, wir haben einmal die Gießkanne. Jetzt haben wir das Schwert bekommen. Das Erdschwert. Und wir haben, ja, so eine Blume bekommen. Ja, dann lassen wir mal das Schwert drin. Funktioniert denn das? Ui. Cool. Sehr gut. Jetzt können wir uns verteidigen. Ah, wir können sogar hier die Büsche kaputt machen. Aber da ist jetzt auch nichts hinter oder versteckt. Macht das Sinn, die jetzt kaputt zu machen, alle? Mach das jetzt einfach mal hier. Kann ich die Glühwürmchen angreifen? Nee. Ja, hier ist nichts versteckt. Dann gehen wir mal wieder raus. So. Ah, ja, wir können hier die Schnecken kaputt machen. Komm her hier. So. So, genau, das Erdschwert haben wir jetzt. Erdschwert BVOS. Bring eine Gießkanne. Ja, genau, das haben wir erledigt quasi. Das war jetzt die Quest, ja? Also, ja. Wir haben uns mit der Gießkanne quasi das Erdschwert geholt. Okay. Ich gehe mal wieder raus. Ich gucke hier vorher nochmal ein bisschen ab. Vielleicht ist ja hier irgendwas versteckt. Oh, jetzt sind wir wieder rausgegangen. Alter, du wirst es nicht glauben. Genau, er hat hier bezahlt hier keinen Cent. So. Er weiß wirklich nicht, was er tun soll. Wir können ja verjagen hier. Oder töten, besser gesagt. Mietgeld. Jerry hatte vor, seine Miete zu bezahlen. Ui. Oh, sorry. Jetzt haben wir ihn getötet. Na toll. Und er hatte das Geld. Gut, jetzt haben wir sein Geld. Alter, warum hast du Jerry getötet? Er war wehrlos. Warum? Ja, nur so. Moment. Oh, Moment. Er hatte sein Mietgeld,
allererste Bohne, haha. Alter, da er nun tot ist, nimm du den Scheck für den Rest. Ich brauche das Bargeld. Okay. Ja, $1.25. Das ist, nicht viel, ne? Jerry Snail, so, das. Gucken wir uns mal an. Zahlung an die Ordner von Jerry Schnecke. $1.25 in Steuern. Durch 100 in Steuern? Notiz, sorry. Du tot, Blaubeere. Okay. Sorry, du tot, Blaubeere. Ach, die Schnecke wollte Blaubeere töten. Okay. Gut, komm, das zerreißen wir auch mal hier. Zack. So. Okay. Weiter geht's. Dann gehen wir mal... Nee, von hier sind wir gekommen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Töten auf dem Weg hier noch alle Schnecken. Pass auf die Schnecke auf. Sie sind Vegetarier, ja. So, wir könnten ja eigentlich... Ah, hier müssen wir auch gießen. Nee, haben wir schon gegossen. Da kam schon was raus, oder? Genau. Da haben wir ja die Blume her. So, Norden Waffenwald, Westen Ablegerallee, Süden holpriger Hügel. Ja, wir sollten doch zu Ablegerallee, hat der Bürgermeister gesagt. Dann gehen wir mal dahin. Also diese Richtung hier, Westen. Also hier lang. Aber ihr quatscht mal hier die... Ist das eine Erdbeere? Nee, das ist auch eine Rübe. Seitdem dieser verdammte Bürgermeister Zwiebel im Amt ist, versinkt diese Stadt im Chaos. Ich meine, schau dir diesen Weg an. Er ist total zugewachsen. Man bräuchte ein verfluchtes Schwert, um da durchzukommen. Ja, wir haben noch eins. Ich habe gehört, dass man im Waffenwald eins finden kann. Ja, wir haben noch eins. Hier. War ausgerüstet. Ach, ist das eine Kartoffel hier? Krog. Wie sieht die denn aus? Total zugeschissen. Und angeknabbert. Was willst du, Kid? Hör zu, ich bin fast so weit, die Verfaulten auf diesem Friedhof auszugraben. Ich muss mich konzentrieren. Und du bist einer von der nervigen Sorte. Geh mir aus den Augen, Kid. Okay, tschüss, sehr gut. Wir wollen ja nichts von dir. Ah, hier unten ist eine Erdbeere. Die quatschen wir auch nochmal an, bevor wir weitergehen. Kleine Rübe, danke für die Blume. Ach ja, aber ich empfinde nicht dasselbe für dich. Tut mir leid. Sorry. Sie ist nicht von dir? Oh, den Pilzen sei Dank. Die Floristin hat sie mir geschickt. Wie lieb von ihr. Denkst du, du kannst ihr diesen Brief von mir bringen? Liebe Floristin, danke für die schöne Blume. Möchtest du mit mir ausgehen? Eines Tages könnten wir sogar heiraten und unsere Steuern gemeinsam bezahlen. In Liebe, Erdbeere. Ja, das können wir der Floristin bringen. Wie gehe ich denn hier wieder raus? Ich kann das ja nur zerreißen. Ich komme gar nicht mehr raus. Okay. Wir zerreißen das einfach mal. Dann können wir gleich nochmal zu Floristin hochgehen. Und ihr das bringen. Oh, du hast sie ihr gegeben. Super, vielen Dank. Nimm das als Bezahlung. Der Erzfeind der Sonne. Wir haben Sonnenhut freigeschaltet. Cool. Aufgepasst. Im Pausenmenü kannst du alle deine Hüte ansehen und ausrüsten. Im Pausenmenü? Ach, hier. Ah, das ist ja cool. Da kann man noch Gegenstände sammeln. Sehr schön. Und hier sind unsere Quest hinterlegt, die wir schon gemacht haben. Steuerbescheid, Liebesbrief von Erdbeer, genau. Ah, da ist noch einiges. Da kommt noch einiges auf uns zu. Okay, gut. Gut zu wissen. Dann machen wir weiter. Quatschen wir den mal an hier. Haben wir auch noch nicht, oder? Blaubeere? Hi. Ich bin eine Blaubeere. Du bist eine Rübe. Auf Wiedersehen. Ja, ciao. Ah ja, die können wir auch mal anquatschen hier unten. Entschuldige, junge Steckrübe. Würdest du bitte zurücktreten? Dies ist eine FA-Operation. Wir müssen das Gebiet sichern, bevor du hier durchgehen kannst. Wir haben dich im Blick. Ja, hier kommen wir noch nicht durch. Mal gucken, ob sich hier irgendwas versteckt. Nee, auch nicht. Aber wir müssen uns da hinten durchkämpfen, habe ich schon gesehen. Oh, da sind Miezekatzen. Und da gehen wir mal hin. Krankran. Havu, huvu.
Hast du meine kleinen Apfelkatzen Munchkins gesehen? Sind die nicht so ovo? Genau genommen ist mein kleiner roter Munchkin weggelaufen. Es wäre fantastisch, zisch, wenn du ein wenig Ausschau nach ihm halten könntest. Ja, das können wir machen. Mega Miau. Mikro Miau. Das ist ja cool, okay. Ja, das heißt, wir gehen hier mal links weiter. Machen hier ganze Gebüsch kaputt und ja. Jetzt sind wir in der Ablegerallee. Und hier ist die Edgar. Sieht aus wie so eine Chilichote. Chilichote? Du brauchst dringend einen Haarschnitt. Oh, aber wie macht der große Edgar, bester Friseur im Gemüsegarten, etwas vor? Ein berühmter Kunde von mir will, dass ich der große Edgar ihm die Haare färbe, aber leider habe ich nicht die Farbe dafür. Natürlich hat dieser Kunde höhere Priorität als deine blöden Haare. Ich bitte dich, an einem anderen Tag wiederzukommen. Okay, ist ja gut. Beruhige dich. Er braucht Haarfarbe. Vielleicht finden wir die ja noch. Orange. Der Immobilienmakler hat mir diese Einzimmerwohnung verkauft. Sie ist kleiner als die meisten und teurer. Ich hoffe, die Pfadlandschaft bringt meine kreativen Energien zum Fließen. Ja, das hoffe ich auch. Wir sind ja so viele Charaktere, das ist ja Wahnsinn. Hier ist nochmal eine Blaubeere. Seufzt. Oh, hallo, möchtest du eine Immobilie kaufen? Oh, kleine Rübe, das tut mir leid. Ich hoffe, du bekommst dein Gewächshaus bald zurück. Ich bin sehr beschäftigt in letzter Zeit. Bürgermeister Zwiebel versucht, die Grundsteuer zu erhöhen. Es ist wirklich nicht leicht, neue Kunden zu finden. Der blöde Bürgermeister. Glaub mir, diesen Pfad willst du nicht nehmen. Da passieren einige zwielichtige Dinge. Vertrau mir, Junge. Ja, später vielleicht. So, was haben wir denn hier so Schönes? Hier ist nochmal einer. Paprika. Paprikal. Ach so. Seine Zähne. Willkommen bei Ray Sandwich, der Heimat der Sub der Stufe 3. Was hättest du denn gern? Heimat der Sub der Stufe 3? Okay. Oh, du möchtest gar nichts? Verstehe. Das Geschäft lief nur sehr schleppend. Ich wünschte, ich könnte jemand Berühmtes dazu bringen, unsere Subs in einem Livestream oder so zu essen. Wie geil ist das denn? Das würde wirklich das Geschäft ankurbeln. Ja, haut mal ein paar Subs raus. Ja, cool. Dann gehen wir erstmal hier oben weiter. Hier sind ja so viele Leute. Hier ist eine Scheune. Hilfe gesucht. Suche Kammerjäger zur Beseitigung von unerwünschtem Vieh. Aber dann gehen wir mal rein da. Wo ist hier unerwünschtes Vieh? Ich sehe keins. Slay Queen 32. Was geht, Gamer? Ich bin die Assistentin von Bürgermeister Zwiebel. Aber du kannst mich Slay Queen 32 nennen. Wie mein Gamertag. Okay. Was? Ich bin die beste Frogfight-Spielerin. Ja, ernsthaft? Frogfight oder auch Fortnite-Spielerin im Gemüsegarten. Ich würde dir empfehlen, dir meine Streams anzusehen, aber ich konnte nicht live gehen, weil die Schweine hier drin so viel Lärm machen. Oh, du möchtest in die scharrenden Scheune? Nun, da habe ich schlechte Neuigkeiten. Nur wahre Fans, die mich mit Subs der Stufe 3 unterstützen, erhalten Zugang. Es wäre nicht fair, dich umsonst da reinzulassen. Vergiss nicht, mir ein Like zu geben und mein Video zu abonnieren. Ja, genau. So, wie können wir denen jetzt einen Sub hier geben? Der Stufe 3, einen T3-Sub. Geht gar nicht. Hier kommen wir auch nicht durch. Okay, dann müssen wir wieder raus. Aber ist ja witzig gemacht. Okay, die Dialoge sind echt witzig. So, irgendwas haben wir doch gerade gekriegt, oder? Nee. Kaffeepause, stimmt's? Oh, da hinten ist ein Pokal, den holen wir uns mal. Das ist eine aktive Baustelle, Kleiner, also verschwinde. Warum ich nicht am Arbeiten bin? Ich bin in der Pause. Junge, ich arbeite hier. Siehst du, hier sind die Dokumente, die das beweisen. Formular 2023, 10,99, sonst. Sonstiges Einkommen.
Name des Thalers, Adresse Stadt, Staat, Meinung zu Gras, Bürgermeister Zwiebel, Haus von Kleiner Rübe, Rixby Farm, New York, Gras ist toll. Name des Empfängers, Adresse, okay, Steuern bezahlt? Natürlich. Ja. So, hier, zerreißen wir erstmal. Ja, das ist echt cool. Okay, holen wir uns mal den Pokal hier. Trophäe. Belohne die Spieler damit, sie aktiv bleiben. Ja, auch nicht schlecht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen da gleich mal wieder zurück. Hey, hallo Rübe, hier drüben. Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis verloren. Ich versuche nur, zum Gemüsegarten zu kommen. Bitte sag mir, wo ich bin. Oh, danke, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja. So, okay, Hilfe gesucht. Suche Kammerjäger. Ja, da waren wir ja schon drin, aber irgendwie brauchen wir T3-Subs. Haben wir nicht. Können wir nicht geben. Nur wahre Fans kommen da durch. Okay. Na gut, keine Ahnung, wie ich das mache hier. Vielleicht später. Vielleicht müssen wir auch nochmal zurück. Dann gehen wir nochmal zurück. Ablegerallee. Gehen wir nochmal ganz zurück. Da kommen wir nicht durch. Nee, da lässt er mich nicht durch. Ich gehe mal wieder zum Anfang zurück und quatsche den Bürgermeister nochmal an, der vor meinem Gewächshaus steht. Oh, jetzt sind hier wieder die ganzen Büsche. Anscheinend wachsen die wieder schnell nach. So, Bürgermeister. Hey, kleine Rübe. Du hast dich wirklich... Achso, in Schwierigkeiten gebracht. Ja, was meinst du mit wieso? Achso, ja, das ist das, was er uns am Anfang ja schon gesagt hatte. Was du kannst, bist jetzt mein persönlicher Assistent. Geh zuerst durch die Ablegerallee zur scharrenden Scheune. Ich wollte dort ein Rathaus einrichten, aber es gibt noch einen Haufen Tiere, um die sich jemand kümmern muss. Bring mir einen Sack Dünger als Beweis, oder du kannst dir die Radieschen von... Achso, einen Sack Dünger braucht er. Siehst du, ich hätte mir das mal gleich merken sollen am Anfang. Also hier gibt es auf jeden Fall... Also, Säcke liegen ja hier rum. In der Ach, hier liegen Säcke, hier draußen. Aber den kann ich nicht aufheben. Wo kriegen wir denn jetzt so einen Sack Dünger her? Ich gehe noch mal rein. Also wenn denn von ihm hier, oder? Aber irgendwie... Wir haben auch nichts weiter im Inventar. Ne, wir haben hier nur Hüte und unsere Quests. Das können wir hier nicht aufheben. Gehe ich doch nochmal zurück. Vielleicht müssen wir erst woanders was besorgen. Quasi erstmal die T3-Zaps besorgen. Und dann müssen wir wieder zurück und dann können wir da durch. Dann können wir den Kleinen helfen. Aber hier unten kommen wir auch noch nicht weiter. Ja, das ist eine FA-Operation. Genau. Ihr habt mich im Blick. Das ist gut. Oder sollte ich nochmal, doch nochmal hier oben lang? Der Waffenwald. Aber eigentlich bin ich hier schon alles abgegangen. Kann nochmal gucken. Hier komme ich auch nicht rein. Wir wurden getroffen. Und hier waren wir ja auch schon. Hier unten kommen wir noch... Ah, hier kommen wir noch nicht weiter, genau. Bei dem Graffiti-Typen her. Dann muss ich wirklich nochmal zurück. Und hier? Wir brauchen T3-Subs. Durstiges Blumenbeet, das haben wir schon mal. Die haben unser Schwert uns geholt. Okay. Ich habe irgendwas übersehen. Muss irgendwas übersehen haben. Oh, hat er gerade gerülpst? So, hier müssen wir ja noch die kleine Maury besuchen. Ich habe das Baby verloren. Ja, die müssen wir auch noch finden, die kleine Maury. Vielleicht ist die ja hier irgendwie versteckt.
Die dürfte doch eigentlich so offensichtlich eigentlich nur rumliegen hier. Ich glaube nicht, dass wir die hier so versteckt irgendwo suchen müssen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und warum kommen wir hier eigentlich nicht rein? Vielleicht ist sie ja hier drin. Kann ich aber nicht aufmachen. Nein! Verflixt und zugenäht. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Alter, schmecken es. Ja, okay. Das haben wir ja schon geklärt. Den haben wir ja die Gießkanne geklaut. Und hier oben komme ich nicht weiter. Der lässt mich hier nicht vorbei. Die alte Kartoffel. Warum eigentlich nicht? Weil ich einer von einer nervigen Sorte bin. Ah, da geht's erst später weiter. Denke ich mal. Genau, Kätzchen müssen wir auch noch suchen. Das ist ja auch entlaufen hier. Apfelkatzen-Munchkies. Irgendwie hänge ich hier gerade fest. Toll. Das Haus am alten Mann Zitrone, die Heimat einer äußerst praktischen Gießkanne. Ah, hier ist ein Herz. Ach so. Gerülpst. Ah, wir kriegen Herzen wieder, indem wir halt die Büsche kaputt machen. Das ist auch gut. Ja, der braucht Haarfarbe. Das ist klar. Okay. Hier kommen wir nicht vorbei. Der lässt uns nicht durch. Hier oben ist eine Mülltonne. Vielleicht können wir die aufmachen. Vielleicht das. Was ist vielleicht da drin? Was versteckt? Ja. Okay. Ray Sandwich, Waldwege 2389, Rigsby Farm, New York. Kauf Sandwich 15,99 plus Essiggurken 12,99 plus Bedienung 2,99 und Umsatzsteuer 4,11 $. Gesamtzwischensumme 36 $. Trinkgeld? Nein. Wirklich gesamt? 36,08. Haben Sie Ihre Steuern gemacht? Sparen Sie bei Unit Fastbooks oder Fastbooks 3% auf ausgewählte Editionen. Benutzen Sie den Code rüberfällig. Okay. Komm, das zerreißen wir hier einfach mal. Zack. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Willkommen bei der Heimat des... Oh, du bist es nochmal. Warte. Slay Queen 32 möchte ein Zap der Stufe 3? Ah ja, genau. Der verkauft doch die Dinger hier. Hier, das geht aufs Haus. Sorge nur dafür, dass sie ihn live im Stream ist. Damit ich was vom Einfluss abbekomme. Jawoll, ein Zapf für Slay Queen 32. Ja klar, der verkauft die Dinger ja. Okay, dann bringen wir Slay Queen mal den T3-Sub hier. Oh, kleine Rübe, danke für das Sub der Stufe 3. Ja, gerne. Als ein Sub der Stufe 3 erhältst du Zugang zu scharrenden Scheune und ein Autogramm. Bitteschön. Nun, wenn nur jemand endlich etwas gegen all diese lärmenden Schweine unternehmen würde. Ich vermisse es, zu streamen. Danke für das Sub der Stufe 3, kleine Rübe. Sieh zu, dass du das nächste Mal deine Steuern zahlst, Dummerchen. XOXO, Slayer Queen. Gut, das zerreißen wir natürlich auch. Ach, jetzt kommen wir hier durch. Okay. So, Schwert haben wir ausgerüstet. Achtung, aktive Bummblume. Zweimal wässern auf eigene Gefahr. Wir müssen die wässern. Das machen wir. So, Gießkanne. Eins. Zwei. Ah. Jetzt können wir da durchgehen. Oh. Muss unser Schwert vorausrüsten. Jetzt müssen wir hier drin kämpfen. Okay, der nächste Raum ist offen. Oh, was ist das? Ach so. Bambus. Benutze sie, um
Bumblumen einzutreten. Laufe in sie hinein und lass sie fliegen. Jetzt haben wir Schuhe. Benutze sie um... Ja, ich rüste die mal aus. Achso, die kann ich... Kann ich die gar nicht ausrüsten? Die kann ich gar nicht ausrüsten. Die habe ich so schon an, oder was? Okay, was ist das hier? Wildbürgermeister Zwiebel, ja genau. So, wo gehen wir lang? Wir haben zwei Wege. Geh erstmal oben lang. So, Büro von Bürgermeister Zwiebel. Ah, das ist das Büro hier? Okay, kann man hier irgendwas machen? Ja, wir haben hier ein Buch. Lesen. Wie man seine Steuern macht. William Storm. Zerreißen. Braucht kein Mensch. So, den gehen wir raus. In den nächsten Raum. Oh, Vorsicht. Nein, wir wurden getroffen. Von dem Wurm hier. Mahlzeit. Okay, nächster Raum. Hier ist wieder so eine Bombe. Da waren wir doch vorhin schon. Vielleicht müssen wir wieder zurück. Mal gucken. Wir quatschen die nochmal an hier, Slayer Queen. Was geht, Gamer? Was führt dich hierher zurück? Willst du dir meinen Stream ansehen? Ich würde dich ja gern lassen, aber seit Bürgermeister Zwiebel mich in das neue Rathaus versetzt hat, konnte ich nicht mehr live gehen. Es ist einfach viel zu laut. Wenn sich jemand um diese lärmenden Schweine kümmern könnte, würde dieser jemand auf jeden Fall ein Shoutout bekommen. Wir waren noch hier drin. Habe ich irgendeinen Raum übersehen? Hier ist noch einer. Da kommen wir nicht durch. Kann ich die aufheben eigentlich? Schade. Ich bräuchte die hier quasi. Diese Seite. Oder müssen wir uns einen Schlüssel besorgen? Dann gehe ich nochmal zurück. Vielleicht liegt hier auch irgendwo ein Schlüssel. Zack. So, also nochmal hier oben lang. Das ist das Büro. Hier lag jetzt nur sein Buch oben drauf. Nichts weiter. Auch kein Schlüssel? Nee. Und hier sind wir gekommen. Gehe ich mal hier lang, rechts. Ja, hier waren wir noch nicht. Genau. Hey, kleine Rübe. Ich mache gerade eine Pause, nachdem mir ein Schwein in die Wurzeln getreten hat. Nee, mir geht's gut. Ich hoffe nur, dass sich bald jemand um diese Dinger kümmert. Wie auch immer, ich habe gehört, wenn du Bumboots findest, kannst du mit denen Bumblumen eintreten. Ja, lass einfach eine wachsen und lauf dann direkt in sie hinein. Okay, verstehe ich jetzt nicht ganz. Das machen wir mal. Ich rüste die mal. Ich rüste mal aus. So. Ach so. Alles klar. Können die anschubsen. Und da ist auch der Schlüssel. Okay, gut. Einmal gießen. Feuer. Das ist ja cool. Okay. Jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt kriege ich auch bestimmt die andere Tür dort auf. Guck mal, hier ist ja noch eine Tür. Ah, hier sind wir ja wieder. Ah, genau, da mussten wir durch. Sehr gut. Okay, einmal gießen. Hier unten kaputt machen. Einmal gießen. Zack. Und durch. Da sind die Schweine. Muss mein Messer ausrüsten. Oh, das braucht ein paar mehr Stiche hier. Aber wir haben es geschafft, oder? Gießkanne, andere Richtung. Wie geil ist das denn? Ach, da oben sind wir durch. Voll. Sind hier noch mehr Schweine? Noch mehr Schweine?
Nicht mehr Schweine? So. Ah ja. Na endlich. Ich wusste, dass sie einen Suchtrupp losschicken würden. Die Crew muss sich Sorgen gemacht haben. Ich sitze seit 3 Tagen hier fest. Kein Essen, kein Wasser, keine Kaffeepausen. Danke, Abenteurer. Sei vorsichtig. Hinter dieser Tür wartet ein gefährliches Schwein. Haben wir unser Schwert? Ja. Komm, wir sind bereit. Schweinekönig hat eine Menge Dinge. Was? Oha. Nee, wir brauchen unsere Gießkanne, glaube ich. Wir müssen den in Position bringen. Oh, das hat er kaputt gemacht. So, jetzt aber. Schnell. Feuer. Hier auch noch. Oh, haben wir uns selber verletzt hier. Nicht gut. Zack. Oha, was jetzt? Haben wir ihn besiegt? Jawohl, wir haben ihn besiegt. Richtig gut. Was läuft denn da weg? War das Speck, was da gerade weggelaufen ist? So. Wieso kann ich das hier nicht einsammeln? Ach doch, jetzt. Herzfrucht. Diese Frucht gibt dir ein weiteres Herz. Raffiniert. Ach toll, jetzt haben wir 4 Herzen. Sehr gut. So, haben wir geschafft. Dann raus. Dünger, lass Dinge wie verrückt wachsen. Wofür braucht Bürgermeister Zwiebel den? Wir haben den Dünger. Perfekt, wir können so Bürgermeister Zwiebel zurück. Und ihm den Dünger geben. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück hier. Oha, ja. Von wo bin ich denn gekommen? Von hier? Ist das verflixt? Ich weiß nicht, wo lang? Ich habe mich verlaufen. Oder muss ich hier lang? Ah ja, genau, perfekt. So, dann laufen wir mal schnell zu Bürgermeister Zwiebel, geben ihn den Dünger. Nee, das muss ich kaputt schlagen. So. Ich bin froh, dass die Tiere fort sind. Dieser Dünger wird sich auch als nützlich erweisen. Alles klar. Deine nächste Aufgabe als mein Assistent ist es, mir einen 4-zackigen Speer zu besorgen. Früher war er auch als Gabel bekannt. Hä? Assistenten stellen keine Fragen. Man erzählt sich, dass es in der verlassenen Farm eine gibt. Die soll wohl südlich von hier liegen. Ich habe Horrorgeschichten von einem Haufen schimmeliger Süßigkeiten an diesem Ort gehört. Du bist nicht in der Position, dich zu beschweren. Geh und hol mir meine Gabel. Okay, das ist die nächste Quest. Aber wir machen auch erstmal Schluss an dieser Stelle und machen im nächsten Let's Play weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.